Hallo zusammen. Heute sprechen wir über die TV-Serie Plötzlich Prinzessin aus dem Jahr 2001. Im Jahr 2024 kommen alle Schauspieler von damals und heute wieder zusammen. Lehnen Sie sich also mit etwas Popcorn zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie das Video. Nummer 1. Julie Andrews, geboren 1935, spielt Clarisse Rinaldi. Clarisse Rinaldi ist die Königin von Genovien, eine raffinierte und kraftvolle Frau. Sie versucht immer, ihre Enkelin Mia dabei zu unterstützen, eine wahre Prinzessin zu werden. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war sie 66 Jahre alt. Derzeit ist Andrews 89 Jahre alt. Nummer 2. Anne Hathaway wurde 1982 geboren und spielt Mia Thermopolis. Mia Thermopolis war ein gewöhnliches Mädchen, das in San Francisco lebte, bis sie entdeckte, dass sie die Prinzessin von Genovia war. Mithilfe ihrer Großmutter Clarisse lernt Mia, Mitglied des Königshauses zu werden. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war sie 19 Jahre alt. Derzeit ist Hathaway 42 Jahre alt. Nummer 3. Hector Elizondo, geboren 1936, spielt Joe. Joe ist der Fahrer und treue Leibwächter von Königin Clarisse. Er ist derjenige, der Mia in jeder Situation immer unterstützt. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war er 65 Jahre alt. Derzeit ist Elizondo 88 Jahre alt. Nummer 4. Heather Matarazzo, geboren 1982, spielt Lily Moskowitz. Lily Moskowitz ist Mias beste Freundin, bekannt für ihre offene und manchmal exzentrische Persönlichkeit. Sie unterstützt Mia stets in jeder Situation. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war sie 19 Jahre alt. Derzeit ist Matarazzo 42 Jahre alt. Nummer 5. Mandy Moore, Jahrgang 1984, spielt Lana Thomas. Lana Thomas ist eines der beliebtesten Mädchen an Mias Schule und schikaniert sie oft. Am Ende bewies Mia jedoch ihren Mut. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war sie 17 Jahre alt. Derzeit ist Moore 40 Jahre alt. Nummer 6. Caroline Goodall, geboren 1959, spielt Helen Thermopolis. Helen Thermopolis ist Mias Mutter, eine freiberufliche Künstlerin, die mit ihrer Tochter in San Francisco lebt. Sie hat Mia immer unterstützt und geliebt. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war sie 42 Jahre alt. Derzeit ist Goodall 65 Jahre alt. Nummer 7. Robert Schwartzman, Jahrgang 1982, spielt Michael Moskowitz. Michael Moskowitz ist Lillys älterer Bruder und Mias heimlicher Schwarm. Er hilft Mia oft und wird zu einem vertrauenswürdigen Begleiter. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war er 19 Jahre alt. Derzeit ist Schwartzman 42 Jahre alt. Nummer 8. Erik von Detten wurde 1982 geboren und spielt Josh Bryant. Josh Bryant ist der beliebteste Typ in der Schule und Mias Schwarm. Sie erkennt jedoch bald, dass Josh nicht das ist, was sie dachte. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war er 19 Jahre alt. Derzeit ist von Detten 42 Jahre alt. Nummer 9. Sean O'Brien, geboren 1963, spielt Patrick O'Connell. Patrick O'Connell ist Lehrer an Mias Schule und außerdem ein Freund der Familie. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war er 38 Jahre alt. Derzeit ist O'Brien 61 Jahre alt. Nummer 10. Sandra. O wurde 1971 geboren und spielt Geraldine Gupta. Geraldine Gupta ist stellvertretende Schulleiterin und strenge Disziplinarin. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war sie 30 Jahre alt. Derzeit ist O 53 Jahre alt.
Nummer 11. Patrick Pfluger. Jahrgang 1983, spielt Jeremiah Hart. Jeremiah Hart ist einer von Mias Klassenkameraden, der sich durch seine leuchtend roten Haare und seine magischen Fähigkeiten auszeichnet. Als die Dreharbeiten im Jahr 2001 begannen, war er 18 Jahre alt. Derzeit ist Pfluger 41 Jahre alt. Nummer 12. Larry Miller, geboren 1953, spielt Paolo Puttanesca. Paolo Puttanesca ist der Stylist von Königin Clarisse, der Mia zu ihrem neuen Look verholfen hat. Als die Dreharbeiten 2001 begannen, war er 48 Jahre alt. Derzeit ist Miller 71 Jahre alt. Und da haben Sie es. Ein kurzer Überblick über die Besetzungsänderungen von The Never Ending Story. Welche Entwicklung hat Sie am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um noch mehr nostalgische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.